Hi Leute, heute geht es um die allerwichtigste Grundlage bei der Ernährung. Das ist das Einzige, was du dauerhaft umsetzen musst, um gesund zu werden. Was den Ernährungsaspekt angeht, ist das die einzige Sache, die du dauerhaft umsetzen musst. Mit dauerhaft meine ich wirklich über Jahre, von nun an bis ans Ende deines Lebens. Wenn du diese eine Regel beachtest, ich habe es auch in anderen Videos schon öfters erwähnt, dann kommst du ganz schnell und einfach wieder in einen viel besseren Gesundheitszustand. Du musst natürlich auch noch andere Faktoren wie Bewegung und das richtige Mindset beachten. Aber das bildet die Grundlage. Eine artgerechte Lebensweise mit frischer Luft, Bewegung und einer gesunden Ernährung bildet die Grundlage. Und die Ernährung ist heutzutage der größte Punkt, weil die so abgedriftet ist. Gerade wenn man sich nicht mehr bewegt, ist die Ernährung noch 100-mal wichtiger, als wenn man viel Sport macht. Heutzutage wird dann auch noch viel zu wenig sich bewegt. Also was ist diese Regel? Um es ganz kurz zu machen, ist immer einfacher, natürlicher und unverarbeitetere Lebensmittel. Das ist die einzige Regel. Ich habe dazu auch ein PDF erstellt, ein kostenloses PDF, kannst du einfach hier unter dem Video direkt runterladen. Findest du auf meiner Homepage unter kostenlose Downloads. Da drin ist diese Regel enthalten und konkret für Zucker, Salz und Fett, die drei Gelüste habe ich es genannt, wie du Schritt für Schritt die Lebensmittel ersetzen kannst zu immer natürlicheren Lebensmitteln. Wenn du darauf achtest, dass du immer artgerechter dich ernährst, wie es die Natur für uns ursprünglich designt hat, wie sich auch jedes Tier von seiner artgerechten Ernährung ernährt, normalerweise, wenn es nicht mit unserer Zivilisation in Kontakt kommt. So können auch wir das wieder lernen und Abstand davon halten, zig Krankheiten in unserem Körper selbst zu produzieren. All diese chronischen Krankheiten, diese selbst produzierten Krankheiten, die unser eigenes System selber kreiert, durch Fehler. Woher kommen diese Fehler? Warum treten diese Fehler auf? Diese Frage musst du dir stellen. Und wenn du noch das Hintergrundwissen dazu haben möchtest, dann empfehle ich immer als erstes Buch von Arnold Ehret als Grundlage, Gesunde Menschen, Band 1. Es gibt auch kostenlose Schriften von ihm sogar, ist auch auf meiner Webseite mit verlinkt, genauso wie die Literaturempfehlung eben zu den Büchern, wo alle Schriften von ihm umfassend drinnen sind. Also schaut da rein und dann verstehst du, was die Grundursache von Krankheit ist. Was Krankheit bedeutet, was Gesundheit bedeutet und wie du wieder in den Gesundheitszustand kommen kannst, den du dir vorher nie hättest erträumen können. Das wünsche ich dir. Also schau da rein, lies nach, informier dich weiter, bleib da dran und mach's gut. Bis zum nächsten Video. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao.